Unter einem meiner wahrscheinlich letzten Videos hatte jemand im Kommentarbereich mir die Frage gestellt, ob ich nicht noch einen guten Malt für einen Einsteiger empfehlen könnte. Und ja, dann sind so ein paar Dinge durchgegangen, ein paar Malts durchgegangen. Und erst später fiel mir ein, Mensch, da gibt's doch den 12-jährigen Cardu. Und den hatte ich irgendwie ganz vergessen. Und deswegen wird er heute hier verkostet. Außerdem ist jetzt ein entspannter Abend und es ist genau die richtige Zeit dafür. Heute geht's also um den Cardu, 12 Jahre alt. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. So, das ist hier schon eine Weile her, dass ich den gekauft habe. Oh, und ja, das sieht man auch daran. Also das ist die Flasche, eine beeindruckende Flasche, die wir hier eben haben von Cardu. Und ich sehe gerade, ja, den hatte ich schon eine ganze Weile nicht mehr auf, denn den habe ich hier noch verschlossen. Alle Whisky-Freunde und Chemiker und Apotheker, die wissen natürlich, was das hier ist. Das ist Parafilm. Für alle Menschen, die das nicht kennen, das ist also kein Klebeband. Niemals würde man eine Whiskyflasche zukleben, sondern das ist hier wie so ein, ja, so ein, nennt sich das Schlauch irgendwie, das sich dann irgendwie so festsaugt hier. So. Also, das ist die Flasche und die sieht ganz toll aus. Alle Flaschen von Cardu sehen so aus. Die sind richtige Karaffen. Und zum Whisky sage ich dann gleich ein bisschen mehr, schenkt mir den aber erstmal ein. So. Das ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile her, dass ich den verkostet habe. Jetzt kann er sich erstmal ein bisschen entspannen im Glas. Ja, also zu der Flasche oder vielleicht fange ich hier an. Wir haben heute also einen 40-prozentigen Speyside Malt, also aus der Speyside-Region, 40%. Er ist kühl gefiltert und er ist auch mit Farbstoff versehen. Das heißt also, dieser wunderbare Goldton, den wir hier andächtig bewundern, das ist Zuckercouleur. Das heißt also, das ist nicht seine originale Farbe. So, und jetzt sage ich erstmal ein bisschen was zu der Brennerei. Nicht allzu viel, weil ich habe jetzt irgendwie nichts groß vorbereitet, aber wir haben doch eine auffällige Verpackung, nicht nur Flasche, sondern eben auch Verpackung. Denn wir haben hier eine Frauenfigur, die eine Fahne hält, wie eine Revolutionärin wirkt sie, wie die Marie oder Marianne, Marianne, ne? Aus Frankreich. Aber das ist sie eben nicht, sondern das ist diese Dame, deren Unterschrift hier wahrscheinlich irgendwie gefaked ist, nämlich Helen Cumming. Helen Cumming. Und das ist interessant, denn Helen Cumming ist die Frau, die eine besondere Rolle spielt für die Brennerei. Wir sehen hier, die Brennerei gibt es eingetragen seit dem Jahr 1824 und alle Whisky-Fans wissen natürlich 1824. Das war ein besonderes Datum. Da wurden Steuern gesenkt und da war es letztlich den Menschen, die also mehr oder weniger professionell, aber illegal bis dahin Whisky gebrannt haben, die konnten das nun legalisieren. Und deswegen haben wir also im Jahr 1824 ganz viele Gründungsdaten. Also wenn wir heute schottische Destillen sehen, dann sehen wir immer, aha, gegründet 1824. Das heißt, die hat es wahrscheinlich schon vorher gegeben, wie hier zum Beispiel so eine Farmdestille war das dann eben von der Familie Cumming. Und da wurde allerdings bis dahin eben illegal gebrannt. Und Helen Cumming war die Frau, ich glaube, ihr Mann hieß John, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber sie war diejenige, die eben auch den Whisky verkauft hat. Und jetzt müssen die
Cracks unter euch, die Menschen, die in der Whisky-Geschichte total firm sind, die müssen mich korrigieren, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, aber so hatte ich mir das damals gemerkt. Wenn dann eben Kontrollen anstanden, wo die Schwarzbrenner dann also kontrolliert wurden, dann hing sie eine rote Fahne irgendwie aus dem Fenster und ich glaube, zur Warnung für alle anderen, die ebenfalls schwarz brannten, bis auf die Schafe haben, glaube ich, alle da schwarz gebrannt. Und ich glaube, deswegen ist das diese Frauenfigur mit der Fahne. So, und wenn das jetzt Blödsinn ist, dann bitte korrigiert mich, ihr Cracks, die ihr alles wisst. Aber so hatte ich das irgendwie im Kopf verortet. So, also das ist die Geschichte. Die ist ja auch irgendwie ganz hübsch, die kann man sich irgendwie ganz gut merken. So. Und auf der Flasche sehen wir also auch nochmal, da ist eben Helen Cumming mit Fahne. So, Cardew, 12 Jahre alt, Whisky, das ist er. Cardew ist eine Brennerei, die, ich glaube, 3,5 Millionen Liter produziert. Da wird, ich glaube auch, weiß ich nicht mehr genau, waren das jetzt 6 Brennblasen, ich weiß jetzt nicht mehr, wird dann da eben produziert auf Teufel komm raus, denn Cardew war zumindest lange, lange Zeit der Lead Malt oder einer der entscheidende, doch es war glaube ich der Lead Malt von Johnny Walker. Und dafür muss man natürlich eine Menge produzieren. Ich habe es jedenfalls so in Erinnerung, dass Cardew damals so eine Schicht eingeführt hat bei den Angestellten, dass 7 Tage die Woche immer durchproduziert werden konnte, damit der Rubel rollt und der Liter fließt. So, also das ist die Geschichte. Das heißt, so stark im Single Malt Bereich hat man gar nicht abgefüllt, sondern man hat erstmal Lead Malt produziert für den Blend, für die Blendindustrie. Aber auch der Malt, der Single Malt war eben doch ganz beliebt. Es gibt, also ich kenne jetzt von Cardew den 12-Jährigen, den 15- und den 18-Jährigen. Den 18-Jährigen, den fand ich ziemlich beeindruckend. Den 15-Jährigen habe ich irgendwie vergessen. Und wie es mit dem 12-Jährigen ist, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ist schon eine ganze Weile her. Man hat ja seine Aufzeichnungen. Und da habe ich früher habe ich dann noch Buch geführt, wenn man so möchte, so das Tasting Notes Book oder wie auch immer, ja. Das mache ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, aber dann habe ich mir damals einiges eingetragen und da gucke ich jetzt einfach mal, vor allen Dingen, weil ich jetzt wissen will, das habe ich damals dafür bezahlt. Ich habe dafür damals für diese Flasche habe ich bezahlt 29,99 Euro. So, und das ist ja nun ein toller Preis, wenn man mal überlegt, wir sprechen hier von einem 12-jährigen Single Malt Whisky. Das ist also für heutige Verhältnisse ist das preiswert. Und wenn man aktuell ins Internet schaut, irgendwie so Preisvergleiche und so weiter, dann ist man so ungefähr bei 33, 34 Euro. Dafür bekommt man also einen 12-jährigen Whisky, der auch noch eine schöne Flasche hat. So, mit einem richtig schönen, fetten Holzteil und einem richtig dicken Korken drin. Also der sich auch durchaus als Gastgeschenk oder wie auch immer dann so macht. So, und in meinem klugen Büchlein stehe ich hier noch drin. Fasstyp sind also Bourbon- und Sherryfässer. So, das hatte ich auch noch so in Erinnerung. Bourbon- und Sherryfässer. 12 Jahre lang gereift. Meines Wissens ein Wetting, nichts irgendwie mit Nachreifung oder sowas in der Art. Und deswegen fangen wir direkt mal an, jetzt mit der Verkostung, ohne viel rumzuerzählen. Ich habe den jedenfalls in Erinnerung als einen Malt, der wirklich sehr brauchbar ist für einen Einsteiger, weil er auf der einen Seite eben durchaus zeigt, was kann diese Spirituose Whisky, auf der anderen Seite einen auch nicht überfordert. Was heißt überfordert? Wenn man als, der hat, wie gesagt, 40 Volumenprozente, weniger darf er nicht haben, sonst wäre kein Whisky mehr, aber das ist, wenn man so möchte, die Mindestzahl. Wenn wir jetzt anfangen mit einem 46 oder 48 volumenprozentigen Whisky, der vielleicht dadurch den Geschmack stärker, die
Geschmacksstoffe stärker transportiert. Ja, aber dann doch eben ja, vielleicht erstmal als sehr stark empfunden wird, oder wir haben einen extrem rauchigen oder einen ja, mit besonderen, wie man immer so schön sagt, Ecken und Kanten, dann könnte der Einsteiger da ein bisschen abgeschreckt werden. Oder er könnte ihn auch überfordern, weil man eben sagt, der ist zwar irgendwie intensiv, aber ich kriege überhaupt keine Aromen, kann ich überhaupt nicht differenzieren. So, und dann ist das eigentlich nicht ein idealer Einstiegsmalt. Hier haben wir einen solchen, denn der überfordert nicht. Er hat eben, wie gesagt, eine geringe Trinkstärke. Da werden wahrscheinlich die Cracks sagen, naja, 3% dürfte er mehr haben, aber das werden wir gleich mal schauen. Und er ist eben, wie gesagt, ein Wetting, hauptsächlich Bourbon, aber eben auch ein gewisser Sherryfass-Einfluss. Das heißt, man kann direkt mal sehen, was macht denn eigentlich so Fassreifung. Und das ist so für mich so ein ganz typischer Malt, auch eben Speyside Malt. Warum? Das werden wir gleich sehen. Er hat durchaus ein ordentliches Aroma. Sehr süß, was man da bekommt. Sehr angenehm, umschmeichelnd in der Nase. Das Erste, was ich hier wahrnehme, ist Honig. Honigsüße. Und das ist vielleicht so ein, ja, so ein Heidehonig, sowas in der Art. Aber ein sehr angenehmer, sanfter. Hier ist jetzt nichts, was sticht. Also es sticht kein Alkohol. Der hat keinen Rauch. Ich weiß, angeblich soll der eine leichte Rauchnote haben. Der hat keinen Rauch. Das Einzige, was man vielleicht... nein, der hat keinen Rauch. So, das ist ein nicht rauchiger Whisky. Er wirkt süß. Er hat eine hohe, sehr starke Honignote, finde ich. Eine leichte Fruchtnote. Für mich so eine, ja, das klingt jetzt saublöd, aber für mich hat er eine gewisse Waldnote. Ich kann das jetzt nicht erklären. Ich war in der letzten Zeit im Wald. Vielleicht ist das jetzt so meine Assoziation. Nach dem Waldbesuch hatte ich einen 12-jährigen Glengoyne. Der hat aber nicht nach Wald gerochen. Der riecht jetzt nach Wald. Eine leichte Nuss, Mandelnote, eher Nuss. Ja, und was ist das für eine Frucht? Ich würde sagen... Also es ist irgendwas Helles, aber ich krieg's nicht gesagt, was es ist. Jetzt, wenn man so Speyside hört, dann würde man sagen, oh, es ist so Birne oder Apfel. Ich krieg das hier nicht. Birne vielleicht eher noch, Apfel höre ich hier gar nicht. Aber nein, eigentlich kann ich das nicht genau sagen, was es ist. So, also irgendwas Fruchtiges ist da. Im Hintergrund vielleicht eine leichte Zitrusnote. Aber dominant ist für mich Honig, leichter Nusseinschlag. Irgendjemand sagte mal, da wären auch ganz kräftige Eichennoten da, die kann ich nicht ausmachen. Alles, was ich hier rieche, ist angenehm. Also von daher, auch das ist ein Malt, der Spaß macht auf diese Spirituose.
Alles ist angenehm, da sticht nichts, da ist nichts, überhaupt keine ja, Fehlaromen, ja sowieso nicht. Das ist ein qualitativ anständiger Malt. Ja. Es ist kein schwerer, es ist eher ein leichter Whisky, der da auf uns zukommt. Und es ist jetzt auch nicht so irgendwie der komplexeste einer. Das muss er auch nicht sein. Aber es ist eben, wie gesagt, ein interessanter Malt, den man jetzt mal testen darf. So, und in diesem Sinne, auf euer Wohl. Also, es gibt ja bestimmt, das sagte ich ja eben schon, so Menschen, die dann sagen, 40% ist zu wenig, das ist wässrig. Finde ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, der 18-Jährige hat glaube ich 43 Volumenprozente Alkohol. Kann ich nicht mehr genau sagen, weiß ich nicht. Aber dieser hier, abgesehen davon, dass der einen echten Schönheitsfehler hat, aber das ist meine Schuld, der ist zu kalt. Hätte das Glas vielleicht ein bisschen vorher mal anwärmen sollen, der ist ein bisschen zu kalt. Das heißt, er kann sich ja dann nicht ganz optimal entfalten. Aber ich finde, vom Antritt her ist das okay. Das ist jetzt doch deutlich und er. Wenn man ihn also eine Weile eben im Mundraum behält, ein bisschen so hin und her schwenkt, dann ist er durchaus vollmundig. Das ist er. Er füllt ihn also wirklich ordentlich aus. Und ist geschmacksintensiv, ohne dass ich jetzt klar alles differenzieren kann. Also ich bleibe dabei. Für mich ist das ein Honig, vielleicht. Ist das eher, weiß ich nicht genau, geht es eher so in den Karamellbereich. Für mich ist die Honignote deutlicher. Eine Nussnote ist auch da. Eine Fruchtnote ist auch da. Ich habe jetzt sogar, und das ist wahrscheinlich völlig absurd, ich habe sogar so einen kleinen eingebildete Wahrnehmung von Aprikose. Und das ist jetzt ganz interessant. Ich habe aber auch so eine gewisse Wahrnehmung von Rosinen. Das ist spannend, denn das zeigt, dass der ja doch ein paar anständige Sherry-Fass-Aromen da eben mitbringt. Also, das ist ja für einen preiswerten Whisky, der aber eben einen gewissen Sherry-Fass-Anteil hat, doch. Da würde ich eben sagen, da ist ein Sherry-Fass-Anteil drin, denn man hat finde eine Rosinennote, empfinde ich. Die Nussnote spricht ja zum Beispiel auch für Oloroso-Sherry-Fässer. Das wäre ja auch möglich. Was sehr deutlich ist, dass erstmal der Speichelfluss angeregt wird und dann kommt da eine relativ kräftige Trockenheit. Deutliche Trockenheit. Das werden wir noch mal testen. So, und jetzt merke ich auch diese Eichenaromen, ja. In der Nase hatte ich da nichts. Aber hier so eine Eichenaromen heißt, eine gewisse Holzwürze, die ist angenehm.
Wenn sie nicht irgendwie irgendwelche ausgelutschten, schon fast bitteren Fässer da irgendwie, aber das ist hier nicht eine angenehme Würze. Fruchtig, süß, aber auch was Prickelndes. Also fast wie so ein kleines, ich will jetzt nicht sagen, Weißweinfassaroma oder sowas. Also, aber was Prickelndes, was Frisches ist eben auch da. Das ist lecker. Und dann wirklich eine ordentliche Trockenheit. So, und jetzt komme ich noch mal zu diesem Rauch. Also auch im Mundraum, selbst wenn ich da mit der Zunge nun ja alles absuche, abgrase, da ist kein Rauch, aber da ist so eine gewisse Schicht. So, die Schicht kennt man von getoasteten Fässern. Das ist so eine Aromaschicht, die ich nicht jetzt sinnvoll irgendwie benennen kann, die ich sag dann immer, das ist natürlich völlig schwachsinnig, ich müsste mir da mal ein anderes Vokabular ausdenken, aber ich sage immer dann, das gibt der Sache nochmal so ein bisschen Tiefe. Und das kommt in der Regel vom Ausbrennen von Fässern. Aber ein Rauch ist das noch nicht. Ein Rauch, wie man ihn kennt von Torfrauch, also von behandelter Gerste, ist das ja nun wirklich gar nicht. Null. Ja, null. Was ist zum Abgang zu sagen? Wahrscheinlich steht hier, wenn hier überhaupt was steht, irgendwie sowas wie mittellang. Steht hier überhaupt was? Nein. Nein. Ich kann da irgendwie nichts Sinnvolles erkennen. Also nichts im Sinne von irgendwelchen Tasting Notes. Hier sowieso nicht. Also, das ist jetzt. Ich würde sagen, das ist eher kurz. Also es ist für mich eher ein kurzer Abgang. Ja, kurz bis mittellang. Was ich also noch habe, ist diese angenehme Trockenheit. Ja, von daher vielleicht dann doch mittellang. Aber also ich würde sagen, der Abgang selber ist eben kurz, aber es bleibt so dieses trockene Mundgefühl, das bleibt eben dann noch. Für mich ist das ein richtig leckerer Malt. So. Und wenn man den lang genug im Mund lässt und nicht vorher einen anderen Malt genossen hat, der kerniger ist, kantiger oder eben auch mehr Volumenprozente Alkohol hat, dann finde ich den so, wie er ist, wirklich toll. Ja, der ist massenkompatibel. Ja, den findet man auch im gut sortierten Supermarkt. Der war mal eine Weile weg vom Markt, da war irgendwie, ich glaube, Spanien oder Italien oder wie auch immer, Spanien, glaube ich. Die Spanier haben alle wie verrückt Cadu gekauft. Und da war dann hier nichts zu kriegen, aber das ist schon einige Jahre her. Mittlerweile war der immer verfügbar. Ich habe jetzt mal irgendwo, ich meine im Internet, wo sonst, ja, sowas liest man, wenn im Internet, habe ich aufgefangen, die Nachricht, dass der irgendwie vom Markt genommen würde. Wenn ihr, die ihr informiert seid, ja, und euch mit der Materie ja viel eingehender beschäftigt als ich, wenn ihr darüber irgendetwas wisst, dann wäre das toll, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet. Es wäre schade, wenn der vom Markt käme. Dann müsste man eben den 18-Jährigen kaufen. Der ist aber eine ganze Ecke teurer. Wie teuer habe ich jetzt nicht mehr irgendwie aktuell recherchiert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Auch mit 33 Euro ist dieser Malt, finde ich, ein wirklich anständiger Malt. A für den Einsteiger, B auch für den Whisky-Genießer. Ja, für den Genießer, für den geschulten Whisky-Freund ist der keine Herausforderung. Ja? Der geschulte Whisky-Freund sucht eher so die Herausforderung. Die hat er hier vielleicht nicht. Aber das ist für mich so ein richtig relaxter Feierabend-Whisky, den man so prima trinken kann. Genießen kann. Trinken sollte man ihn nicht zu viel. Denn das ist ein Whisky, der verleitet irgendwie durch seine Süffigkeit dazu, dass man so, ach ja, da tue ich noch ein, noch ein, noch ein. Und das ist die Flasche leer. So, dann wäre schade.
Also von daher, nein, wir genießen hier natürlich nur. Ja, wir trinken nicht, um uns irgendwie hier besinnungslos zu machen, sondern wir wollen diese Spirituose erkunden, ja, und eben genießen und wertschätzen. Und ich finde, trotz all dieser Kennzeichen eines Massenprodukts, den kann man durchaus wertschätzen. Das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Eigentlich wollte ich einen ganz anderen verkosten, aber durch diese Idee oder diesen Hinweis von dem Zuschauer, der eben sagte, ja, ich glaube, er sagte, ich habe den Highland Park, den würde ich mal ausprobieren als Einsteigermalt und einen Bowmore 12. Dann sagte ich, ja, man kann natürlich mit dem Rauchigen anfangen, aber Bowmore 12 weiß ich nicht, ob als Einsteiger. Vielleicht finden wir da noch was anderes. Das ist die Alternative. Ja, Cardu, 12 Jahre im Supermarkt findet man den also auch. Den würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Nächstes Mal gibt es einen anderen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und denkt daran, der Whisky-Freund ist ein Genießer. Er säuft nicht. Tschüss, bis dann.